So, damit herzlich willkommen. Ja, 43 Sekunden schon vergangen. Ist mal wieder perfekt. Aber ja, herzlich willkommen beim Liga 3 Rennen Abu Dhabi. Wie wir sehen, heute erstmal mit nicht ganz so vielen Leuten. Und ich erstmal in alleiniger Herrschaft hier. Denn ich krieg nachher noch Unterstützung, aber der ist privat noch etwas beschäftigt, deswegen kommt der ein paar Minuten später, spätestens zum Rennstart, wurde mir gesagt. Xayah ist im fünften Monat und im fünften Monat bei der UPL. Also ja, Gratulation, herzlich willkommen und viel Glück beim Rennen. Ja, man hört's, ich bin immer noch nicht ganz wieder fit, aber was soll's. Egal, ja, Abu Dhabi. Viele mögen es nicht. Xayah, so war das auch nicht gemeint. Danedi, nur 9 Leute. Ja, guck mal bei euch in die Anmeldung rein. Wenn sich nur 9 Leute anmelden, von denen, so wie ich das jetzt verstanden habe, 2 nicht da sind, ist das, ja. Linker Twix ist da. FK. So, endlich, ich sehe endlich eine Liste. So, wie gesagt, ich bin momentan noch alleine und ja, ich bin auch noch ein klein wenig krank. Also, es sei mir entschuldigt, dass ich vielleicht mal noch mal ein bisschen huste. Aber ja, heute sind wir tatsächlich nicht ganz so viel. Also, ich bin sehr gespannt, weil wie das heute abläuft. Und dementsprechend, ja, ich bin sehr gespannt. Abu Dhabi, was soll man dazu sagen? Seit das Spiel raus ist und mit dem ersten Patch so mehr oder weniger wie die meisten finden, ruiniert wurde, ja, ist das Ganze, ist Abu Dhabi irgendwie beliebt als auch nicht so beliebt. Hat so zwei Seiten der Medaillen, denn ja, das neue Streckenlayout, was jetzt seit einiger Zeit hier aktiv ist oder jetzt befahren wird, ist bei den meisten Fahrern sehr beliebt. Nur es gibt halt immer noch diverse Probleme, dass sich viele Fahrer manchmal über sehr wenig Grip gerade Turn 2 und 3 beschweren. Mal gucken, wie es heute ist. So, wir haben derweil jetzt schon die ersten auf der Strecke. Senior Unheil ist der erste, der jetzt auf seiner Outlap ist und gleich eine Rundenzeit setzen wird. Natürlich auf soften Reifen. Ich gehe mal davon aus, dass bei 9 Leuten heute nicht allzu viele Probleme mit Behinderungen oder so auftreten werden, was das Blockieren auf einer schnellen Runde sein wird. Ja, und was man jetzt schon sagen kann, jeder, der heute mitfährt, hat mal mindestens schon mal einen Punkt. Oder 2 in dem Fall. Also geschenkte Punkte für alle. So. Senior Unheil ohne sich drehend durch Turn 2 und 3 sauber durchgekommen. Macht der Red Bull da hinten? Easy. Gucken wir mal, wie er jetzt so die Kurven nimmt. Ich gucke einfach mal auf die Tabellen im Moment. Liga 3, wo sind wir denn da? Da haben wir das Senior Unheil, ist im Moment Platz 9 mit 27 Punkten. Also ist in Liga 3 gut in den Top 10 dabei. Hat auch nicht allzu viel Abstand zu den bis zu Platz 5. Alles relativ eng im Moment. Jo. Kann also heute auch wieder gut Punkte sammeln. Und wir sehen die erste Rundenzeit mit einer 1:24,4. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht das ist. Da steht ein Mercedes quer.
Und der nächste, der jetzt kommt, müsste Mars Left Chat sein. Ist er auch? Der sich mit einer 25-2 und If I Lay direkt hinter mit einer 24-8 qualifizieren schon. Da hinten macht ein Copy Andrea. Danedi ist in die Box gefahren. Und Lars setzt sich im Moment Platz 4 mit einer 1,94,4 und Copy mit einer 1,35,0. Hat aber Andrea drin, also wird vielleicht wahrscheinlich jetzt nochmal eine Runde hinterher setzen. So, dann ist jetzt Xayah, die jetzt kommt. Mit einer 1,25,279, im Moment Platz 4. Mal gucken, was mein Williams-Kollege hier macht. Ja, Billie Eilish, ich würde sagen, der sollte eigentlich heute mit zu den Favoriten zählen. Im Moment mit einer 25,5, Platz 5. Xenia Unhard wieder ungültig. Der ist langsamer. Da müsste jetzt Next Dutch kommen. Der ich auf Platz 6 schiebt mit einer 1,25,7. Damit jetzt gerade nur Danedi ohne Zeit. Ja, und Copy halt, weil er sich gedreht hat. Aber ich gehe oder bricht ab, okay. Ja, und das haben wir gut, dass Copy uns das gerade demonstriert hat. Es gibt hier für die Leute, die für die Fahrer, die es vielleicht die zugucken. Was? Nö, Crispy ist es nicht. Es ist einfach das Gleiche, nur keine Ahnung. Test. Ja, Meta, eigentlich ist es nicht neu. Ich bin nur etwas eigentlich noch ein bisschen erkältet tatsächlich, aber ansonsten ist das das gute alte Headset. Keine Ahnung. Kann ich hier ehrlich gesagt keine Antwort drauf geben. Wenn es zu krass ist, tut's mir leid, aber ja. Ich höre es leider nicht. So, Danedi jetzt auf seiner schnellen Runde. Der einzige jetzt ohne Zeit bisher. Ich denke, das ist gerade einfach nur crisp gewesen. Und jetzt klang es besser gefühlt als sonst. Ich check's nicht. Egal. Danedi, der war mit einem schönen Dreher. Also die Runde kann er auch dezent vergessen. Heißt, ich würde jetzt der erst ausmachen, Sprit sparen und mir die nächste Runde zu gut nehmen. So, Lars ist. Ja gut, der ist noch auf seiner Outlap nochmal, der fährt jetzt gleich erst eine schnelle Runde. Der war Copy wieder mit dem Dreher. Dahin, diesmal zwischen den langen Geraden. Gut, und Danedi nach seiner missglückten ersten Runde geht jetzt auf seinen nächsten Versuch. Hat aber erstmal mit einer 1,496 erstmal eine Zeit gesetzt auf jeden Fall. Senior Unheil mit einer 1,24,418 verbessert sich.
Oder auch nicht? Ah nee, die gehen jetzt auf die schnelle Runde. Wir gucken mal. Wir haben Billy, der ist fährt jetzt erst. Eva ist immer fast 1/16 schneller als gerade. Kommt jetzt über die Linie und setzt sich erstmal auf die Pole Position im Moment mit einer 1:24.251. So, Lars auch mit 0,433 Sekunden Verbesserung setzt sich auf die dritte Position. Und Danedi mit 16,9 Sekunden Verbesserung. Ja, Bonnik, 9 Leute. Eigentlich soll Danedi auch abwägen. Interessante neue Route gewählt. Ist trotzdem Platz 9. Weil Coppys Zeit mit 1,35 halt immer noch nicht gut ist. Und Coppy wieder ohne Flügel. Und Maslev Chat hat sich auf die zweite Position gesetzt mit einer 24,28. Senior Owner konnte sich auch verbessern, aber nur auf einer 24,382. Also alles haucheng da vorne bei den ersten dreien. Ja, Kopf und Nase bricht ab. Next Nudge 13. langsamer. Nö, ja, weiß ich nicht, ob das an der Strecke liegt. Ich weiß halt nur, dass anscheinend zwei Leute, so wie ich das jetzt gesehen habe, nicht aufgetaucht sind, nämlich der gute Dome Garcia und Viali, der eh auf VBH stand. Und ja. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wurde das im Liga 3-Chat schon geklärt. Ich habe da keinen Zugriff drauf, deswegen kann ich euch ja leider nichts zu sagen. Und die anderen beiden, die da noch zugesagt hatten, die können aufgrund ihrer Arbeit heute nicht. Beide. In Form des Alfa Romeo Teams. War es das Alfa Romeo Team? Nee, Moment. Ich rede Bullshit. In Form des. Moment. Alfa Tauri Teams, so rum. Die beiden Alpha Tauris konnten leider aufgrund ihrer Arbeit heute nicht. Ob das auch an der Strecke liegt, keine Ahnung. Die sollen nicht so schnell fahren. So, derweil Billy Head Eilish jetzt auf dem Weg zur Start-Ziel und dreht sich. Fehler von Williams. Xayah kommt. Ja gut, wird aber jetzt noch mal eine Zeit setzen wollen. Und Billy hat abgebrochen. So, dann Nedi auf Outlap, dann bleiben wir mal auf Xayah. Nur knapp 88.000 schneller. Ja, sie ist auch die nächste, die jetzt eine Zeit setzen wird. Dementsprechend, ja, bleiben wir einfach mal auf ihr drauf jetzt.
Gucken, ob sie sauber durch Sektor 3 durchkommt. Macht es fast ungültig. Hat auf jeden Fall eine Menge Zeit gekostet. Und die bricht ab. Wird sich wahrscheinlich jetzt nochmal einen frischen Reifensatz holen und es nochmal in einem finalen Versuch versuchen. So, dann geht Danedi jetzt auf seine Zeit. Diesmal hoffentlich ohne Dreher. Dann haben wir Senior Unheil. Ja gut, er geht jetzt auch auf seine Zeit. Next Touch ist auf Outlap. Ja, dann ist Danedi, der jetzt gleich kommt. Knapp 2,5 Zehntel jetzt langsamer nach Sektor 1. Gut, aber da ist noch eine jede Menge Zeit drin, denn er hat ja eben den Fehler in Sektor 3 gehabt. Dementsprechend wird da noch ein bisschen was an Zeit kommen, denn eine 27,2 wird, ist glaube ich nicht so sein Ding. Und er macht es ungültig, indem er die Strecke auf der zweiten langen Gerade zu sehr cuttet in und komplett über den Abweiser fährt. Danedi nervös? Fragezeichen. Gut, dann ist jetzt Unheil, der jetzt kommt. 92.000 langsamer. Also ich wäre, also da, der hat auf jeden Fall keinen Flügel mehr. Pass auf, da kommt jemand von hinten angefahren. Passt auf, lässt vorbei, perfekt. Also sind wir ehrlich, wenn ich jetzt so, wenn ich da so abgeflogen wäre, wäre ich gestorben. Dann wäre ich DNF gewesen. Also wie er das überlebt hat, ist mir ein Rätsel. So, Copy immer, hat immer noch keine wirklich gute Zeit hingekriegt. Eine 35-0 im Moment nur. Dann ist der nächste Next Dutch. Knapp 2 Zehntel Verbesserung. Würde ihn stand jetzt eine Position nach vorne bringen. Und 25,2. Jetzt bringt ihn sogar 2 Positionen nach vorne auf Platz 5. So, Lars. Okay, der fährt jetzt auf seine Zeit nochmal. Ja auch. Danedi hat es schon wieder ungültig. Ja, Junge, jetzt muss es mal laufen. Also, das ist jetzt der letzte Versuch. Jetzt muss es langsam mal funktionieren. Und die drei, da sind ja drei Leute ziemlich nah beieinander. Ob das so schlau ist, was sie da machen, sei mal dahingestellt. Und Billy mit einer 1,24,5 auf die 4. Position. Damit haben wir jetzt 4 Fahrer innerhalb von 2,5 Zehnteln knapp. Und dahinter ist es auch knapp. Position 5 bis Position 8 allesamt innerhalb von 1 Zehntel. Also es ist schon sehr eng. So, Lars, minimal langsamer. Beendet sein Qualifying auf Position 5. Kann seine Zeit verbessern, aber es reicht nicht, um, um auf der Position nach vorne zu gehen. Xayah verbessert sich auch nochmal, bleibt aber ebenfalls auf Position 7. Danedi, 2 Zehntel Verbesserung. Gucken, ob er die Runde jetzt sauber zu Ende kriegt.
hat sie nicht ungültig gemacht und setzt sich auf die 9. Position. Und Mars Left Chat mit einer 23,9. Die fahre nicht mal ich. Also, F-Kill, also ich mache mir Sorgen. Also, wenn hier schon 23,9er Zeiten gefahren sind, also ich fahre die hier nicht tatsächlich. Das macht mir ein klein wenig Sorgen. So, Copy hat abgebrochen und ja, damit ist das Qualifying durch. Alle fahren in die Box und damit hat sich Mars Left Chat. Ja, die Pole gesichert vor Ifalay und Unheil. Position 4, Billie Eilish. Position 5, der Ferrari mit Lars. Kopic, Saya, Next Dutch und dann Nevi bilden den Rest. Ja, aber eine 23,9, das macht mir Sorgen. Die fahre ich nicht. So, damit ist das Qualifying beendet. Und ja, dann sind wir alle sehr gespannt auf das Rennen. Was? Wie, warum nicht, Martin? Ja, weil ich einfach nicht schnell auf dieser Strecke bin. Keine Ahnung. Muss es dafür ein Warum geben? Soulcatcher, das, was ich in Monza auf meiner Lieblingsstrecke mal so hinkriege, schaffe ich halt in hier nicht. So, und damit sehen wir die Reihenfolge einfach nochmal. Mars Left Chat, gefolgt von Ifalay im Red Bull. Senior Unheil im Alpine. Williams auf Position 4 mit Billy Lars im Ferrari auf 5. Copy, Xaya. Und der Rest dahinter. So, und wir sehen, es gibt keinen Regen. Oh Wunder, oh Wunder. Es wird nicht nass sein. Ja, Meta gebe ich dir recht. Also, da hat Mars echt eine sehr geile Runde hingesetzt. Also, Hut ab. So. Wir sind zwar nur 9 Leute, aber es ist die Frage der Fragen. Was glaubt ihr? Wie viele Safety Cars sehen wir und wie viele Leute kommen ins Ziel? Von diesen 9 Leuten. Wetten dürfen jetzt abgeschlossen werden. Let's go, Chat. Soulcatcher sagt 2 Safety Cars und 7 Leute kommen ins Ziel. Okay. Meta ist etwas, der ist so ein bisschen skeptisch. Ja, Meta wäre 9 Leute, kann trotzdem viel passieren, ne? Meta weiß nicht mal, was er sagen soll. Eigentlich müssten wir diesen Moment jetzt einfach klippen, denn Meta ist, wenn ich das richtig deute, sprachlos. Dass wir das mal erleben. Haha, okay. 6. Ziel. Damit was anderes. 1 Safety Car und 6 kommen ins Ziel. Oha. Du hast aber viel Vertrauen in die Leute. So, 12 Leute sehen uns zu. Da geht doch noch mehr. Kommt ran. Leute, ran an den Speck.
Es sind zwar nur 9 Leute, aber es kann trotzdem ein spannendes Rennen werden. Da sind mir 12 Leute zu wenig. 13. Es geht los. Let's go. Noch mehr. Ich will die 16 sehen. Norman, sei doch nicht immer so skeptisch. Alle so skeptisch. Was ist denn los mit euch? Was ist das für eine Einstellung? Was gibt's denn jetzt schon wieder? Aha. Interessant. Anscheinend gibt es gerade im Hintergrund einige Diskussionen, was den Start angeht, wenn ich das richtig gedeutet habe. Oder hier sehe. Ah, Billy schickt mir. Grüße gehen raus an Billy, der schickt mir gerade Screenshots, worum es gerade geht. Anscheinend möchte ein Fahrer, dass wir später starten. Aber das, ja, wird gerade anscheinend im Liga 3-Chat diskutiert oder abgestimmt, keine Ahnung. Naja. Klär uns auf, ja. Anscheinend möchte ein Fahrer aus der Liga 3, dass wir erst um 20:15 Uhr starten, wenn ich das richtig verstanden habe, was mir Billy gerade geschickt hat. Und das soll gerade irgendwie, wird gerade anscheinend in Liga 3, im Liga 3 Chat geklärt. Also sind wir alle gespannt, was daraus wird. Hä? Nax? Punkt, 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 Punkt. Keine Ahnung, was du meinst, tatsächlich, aber ja. Ha! Perfektes Und da Timing. ist er! Da ist er! Da Da, mein. ist mein Co-Kommentator für heute, den ich mit Verspätung angekündigt habe. Es sind So, Mai, hektische Minuten gerade. erstmal schönen guten Abend. Sorry für die Verspätung. Bring mich mal auf den neuesten Stand. Wie sieht's denn aus? Was Qualifying? Qualifying war durch. Wir haben Maslow Check mit einer 23, 1,23,9 auf Position 1. Und gefolgt Okay. von Ifalay und Unheil. Ja, und jetzt gerade wird gerade diskutiert anscheinend oder abgestimmt. Aber das glaube ich kannst du auch im Koordinatoren-Chat, glaube ich, nachlesen. Ja. Wenn du da Zugriff drauf hast, muss ich dir glaube ich nicht erklären.
wenn du es dir gelesen hast. Ja, aber keine Ahnung, das weiß man doch, glaube ich, auch früher. Wenn Ja. jetzt, oder versucht man früher zu klären, sagen wir mal so. Xayah hat es gerade auch geschrieben, man hat früher, hätte man früher klären können. Ja, egal. Die müssen das jetzt klären. Und ja, wir sind nur 9 Fahrer. Also alle Fahrer haben Punkte heute. Wow. 2 haben noch um kurz vor 7 abgesagt. Die beiden Alpha Tauris, die 9. Das hast du mitbekommen, ja. Er und Dome Garcia und Viali sind nicht gekommen. Aber Viali stand eher auf VAB, deswegen hat er das ja schon angekündigt. Aber Dome Garcia ist anscheinend nicht gekommen. Wenn ich das jetzt, oder zumindest habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass da irgendein Grund geschrieben wurde. Dome Kassier kommt vielleicht jetzt gleich noch zum Rennen. Ich weiß es jetzt nicht, wie das genau Xayah, hinbekommt. das ist jetzt auch nicht, das ist klar, aber das könnt ihr gerne einfach bei euch im Chat schreiben. Das müssen wir jetzt hier nicht unbedingt im Stream diskutieren. Also wenn jetzt, wie lange warten wir jetzt schon hier? Also ich glaube, wir warten jetzt schon seit 5 Minuten oder so. Normalerweise wird das, sollte das vorher geklärt werden. Und wenn dann wirklich jemand dagegen ist, dann tut es mir leid, dann funktioniert es halt nicht. Okay, Start um 20:05 Uhr. Okay. Wurde mir gerade geschrieben. Und wir haben. 20:02 Uhr. Okay, dann geht es gleich los. Kann ich mir noch schnell was zu trinken machen? Tu das, ich habe mir gerade auch noch einen Kaffee geholt. Wie gesagt, keine Hektik, ja. Jo. Erstmal einen Wasserkocher anmachen. Bei der Marke meines ist der Staubsauger. Aber nicht gleich widerrufen. Aua! Aua! Ja, Chat, das ist ein Insider. Ich würde trotzdem dein Mikrofon so lange stumm. Ja, so, okay, Chat, das Bier ist aus. Habe ich Sonntag am gestern Abend noch weggetrunken. Ich bin noch nicht dazu gekommen, heute zum Getränkemarkt zu fahren, mir ein neues zu holen. Ich weiß, sträflich, aber leider wahr. Dafür trinke ich mal wieder morgen dann ein, zwei Bierchen vor unserem Rennen. Ja, dann hol dir eins. Was hält dich davon ab? Oder besser gesagt, Bier, bitte. Ich frage einfach mal in die Runde, weil wir gerade noch warten. Was für Bier trinkt ihr denn? Soulcatcher, hau mal Bier raus. her, oder ich fall um. Was trinkt ihr denn alle? Was trinkt ihr denn für Biere? Malzbier. Warsteiner. Corona. Nax. Oh. Ohne Scheißen. Nax macht sich gerade, der schleimt gerade rum. Xayah auch. Wieso? Die trinken auch gerne. Die trinken genauso wie ich. Ist deren Lieblingsbier Corona. Tja, abhängig hast du Ansonsten. natürlich von deinem Corona, aber mal. Ja, das habt ihr mir alle weggesoffen. Das habe ich dir sowas von Weltklasse geklaut. Xayah, Corona, stimme ich dir zu, ist bestes Bier, aber leider aber auch sehr teuer, aber egal. Es Dafür ist gibt es nur ein geil. Bier, das ist Erzquellpilz, Junge. Wir haben Warsteiner, Radeberger, oha, Krombacher, Tegernsee, Krombacher. Tegernsee hell. Klingt irgendwie nach dem, was der gute Kevin dabei hatte am Ring. Wie hieß das Zeug? Jan? Ja, ich überlege gerade. Warte, ich hab doch noch eine Kiste Bier hier. Ich guck mal gerade, wie heißt das Bier nochmal.
Chiemseer. Chiemseer. Ah ja. Oh Mann. Norman. Also, wenn ich jetzt Chatrechte haben würde, würde ich Norman jetzt einfach rausschmeißen. Verständlich. Ah, geht ja los. Jo, Einführungsrunde. Ja. Diese schiere Masse an Fahrern ist sehr unübersichtlich. Ich hatte sehr große Schwierigkeiten im Qualifying, den Punkten nachzukommen. Kann ich verstehen. Es sind selbst ja drei Fahrer überfordert, also von daher ist das Ja. verständlich. Oh, und da wird eine Menge Abstand gelassen. Ja. Gucken wir aber doch mal auf die Liste. Wir haben mit Unheil und Zaya und Next Dutch drei Leute, die auf Medium starten. Der Rest alles auf Hard. Also, WM-Kampf war, glaube ich, Mars gegen Billy. Aber ich glaube, Billy hat einen recht großen Vorsprung. Ja, nachdem sich Mars, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, habe, letztes Rennen ein bisschen selbst eliminiert hat. Ja, und bevor das Rennen war er nicht da. Und dafür hat Billy halt gut gepunktet. Oh, Also. Norm wird beleidigend. Hallo, Wieso, was schreibt der Norm, denn schon wieder? Norm Instant Bun. Wir haben keine Bierkultur in der Kommentatorenbox. Warum, der hat doch noch nie ein Bier getrunken. Woher soll er das wissen? Ja, stimmt auch wieder, mit Sicherheit. Der ist wahrscheinlich schon von Malzbier betrunken. Aber Leute, Unheil, es gibt eine Regel, 10 Autolängen Abstand, die haltet ihr gerade mit Sicherheit nicht ein. Denn die ersten beiden sind jetzt schon auf der Startziel. Also, Richtig. Stewards, guckt euch das mal an, das ist ein Fall für euch. Hashtag Ich Jam. sag mal. Ich sag immer so, klar, sollte Abstand, wenn jetzt mal eine größere Lücke ist, ist nicht so schlimm, aber spätestens in Das. Sektor 3 soll es wieder dran sein. Ja, aber das war jetzt nicht der Fall und ja. Sagen wir, es ist notiert. Da nie die aber auch nicht. Tja. Da steht ein Williams sehr quer. So, damit gehen die 5 roten Lichter an. 3, 4, 5. Wir sehen die Standardverzögerung. Es geht aus und sie fahren jetzt erst los. Mars Levchek kommt sehr gut weg. Ifalay auch. Oh, da vorne wird schon wieder eng. Zwischen Red Bull und den beiden Mercedes. Aber Stand jetzt sind alle heile durch die ersten Kurven gekommen. Ja, dann die zwei Plätze gut gemacht. Und Copy Oder mit Billy dem mal. Angriff auf Zaya. Ja, kriegt aber die Traktionskontrolle direkt rein, hast du nicht gemerkt. Copy versucht's. Oh, so zieht sich dahinter ein. Oh, Jan, da ist eine Frage wahrscheinlich mit an dich. Wie kann man sich bewerben? Bin. Ja, Schon das. im Chat. Und du müsstest einmal den guten Lars einladen, der ist gerade rausgeflogen. Okay. Meter. Wie kann ich bewerben? 12er Monster, nicht welche Regeln das. So, da sehen wir. Oh, und Copy dreht sich ein im Zweikampf mit dem Red Bull. So, und Mars Levchek kann sich bereits ganz leicht absetzen. Knapp 9 Zehntel weg. Und Danidi und Senior Unheil, und Danidi dreht sich weg. Auch sehr mutig in der ersten Ja. Kurve. Und dann dementsprechend jetzt Copy im Angriff. Und da sehen wir Sia gegen den Red Bull. Und direkt davor ist die KI, im Moment KI von Lars, die jetzt von Next Dutch gefuttert wird. Ja, ist wieder vorbei.
Setzt, wird da ein Konter kommen? Nein. Weißt du, das sind nur Unheil auf KI. Das sah eben ganz komisch aus, auch am Start. Und Billie Eilish natürlich jetzt hinter If I Lay. Okay, anscheinend ist. Ah ja, Unheil ist ja der, um den es gerade ging. Dementsprechend hat die KI den Danedi anscheinend abgeräumt. Unheil war ja der, der angekündigt hat. So, derweil. Billy und If I Lay hintereinander. Maßlev Chat kann sich absetzen. Gelb und 1,2 Kopi hat sich gedreht. in der Aber kein berühmten Zeitabfall. Kurve 2. Ja, auch keinen Schaden. Glück gehabt. Und jetzt kommt die Attacke von Billy gegen Überlay. Ne, er lässt es noch sein. Ist auf jeden Fall smart. Ja, gut, er hat ja eigentlich nichts zu verlieren. Er weiß genau, Und er. Xenia Unheil wird von Next Dutch angegriffen. Oh, hei, was machen wir? Ne? Ja, und Next Billy Dutch geht kann sie auch vorbei. direkt. Ja. Billy vorbei in Überlay. Hat er smart gemacht, hat gewartet bis zur zweiten DRS-Geraden. Na clever. Muss sehen, dass er da wegfährt. Wir haben Gelb. Wieder Ja, Kopi. Copy. Gucken, ob er Schaden hat. Natürlich eine geile Nasenkamera. Schön, da sieht man viel. und Unheil ist, ich Kein Schaden. glaube, hat einen Querschläger gehabt. Alles schnellste Runde. Aber das sieht irgendwie nicht so aus, als würde da KI fahren, wenn ich ehrlich bin. Nee, das war so nicht. Guck mal gerade. Ja, sonst hätte der hier, die KI hat doch keine Querstellen. Nein, das glaube ich, dass es die KI ist. Gucken, ob jetzt der Gegenangriff von Unheil gegen Next Dutch kommt. Damit auch bisher eine starke Teamleistung mit drei und mit den beiden Red Bull auf 3 und 4. Ja, aber Dachi blinkt jetzt. Jetzt kann natürlich der Angriff kommen. Der kommt jetzt. Mit viel Überschuss geht er vorbei. Dutchie bei 3. Oh, und da kommt der Quer. Das Da ist mich kommt kurz weggegangen. Unheil ist rübergezogen, hat Dutchie auf die am Vorderreifen gerammt, hat ihn quasi nach außerhalb der Strecke geschossen, sodass er die 100 und fürs 50 Meter Schild weggeräumt hat. Ich war kurz weggegangen, habe nur gesehen, dass Dachi von der Strecke runter ist. Xenia Unheil, das war nicht sehr freundlich, um das mal so auszudrücken. Und wir sehen, Billie Eilish ist schon dran an Mars Left Chat. Ist Ja. schon im DS-Fenster, also die Pace ist sehr gut heute. Und If I Lay kann sie nicht mitgehen. Nee. Aber er hat auch natürlich einen guten Vorsprung nach hinten. Das kann doch halt nur Eilish wieder schnellste Runde. Und Next Dutch nur noch bei 14% erst. Nach 5 Runden. Aber Unheil jetzt wieder auf 4 und kann sich jetzt auch deutlich von Next Dutch absetzen. Und währenddessen kommt Zaya dem guten Dutchie näher. Und ich bin ein bisschen verwundert von Danedi. Er hat eigentlich eine relativ gute Pace, kann das Tempo aber anscheinend nicht mitgehen. Gut, der hat ja natürlich auch die härteren Reifen. Und ich glaube, ist Larsen wieder drin. Hat ihn eingeladen. Aber Xayah macht hier gerade auch ein gutes Rennen bisher. Ich weiß ja nicht, Danny hatte eben ein Querstemmen im Duell mit Xenia Unheil. Vielleicht hat er sich natürlich auch einen Flügelschaden dadurch geholt.
Das weiß ich natürlich nicht. Bleiben wir mal drauf. Das könnte jetzt in der nächsten Runde spannend werden. Xayah und Next Dutch, das ist ein Duell zwischen den beiden Mediums. Und da kommt der Angriff von Xayah auf Next Dutch, weil Dutch ihn fehlt. Und die Nebeneinander. Das war aber auch nicht so die feine, saubere englische Art, Herr Mr. Dutchie. Aber damit Xayah vorbei. Und damit auf Position 5. Und wir haben wieder gelb, es ist Copy. Auch nicht sein Tag gerade. Wenn da einmal der Boden drin ist, dann läuft es aber auch nicht. Lars So. ist beigetreten. Perfekt. Ja, hat jetzt eine kleine Aufholjagd vor sich. Liegt 11 Sekunden hinter hinter der Nedi. Ja, natürlich auch das Duell jetzt mit Und Next Dutch und Xayah. ja, Dahinter ist auch immer noch. Danedi dran. Da, ja, Danedi nutzt das Vorne. jetzt. Ja, gut, wer fühlt Danedi natürlich, wenn Xayah wegfahren könnte, damit er mit der erst gut vorbeikommt. Aber ich gehe auch mal nach vorne, denn Billy und Mars sind auch direkt hintereinander. Und guck mal bitte auf die Verwarnung, denn Mars war da gerade extrem weit draußen, wie es da aussieht. Nee, nichts. Eigentlich auch nicht. Es ist natürlich auch Okay. früh im Rennen und da. Ja gut, es sah halt nur gerade so aus. Norm schreibt gerade, Xayah mit gutem ERS-Management. Ja, doch mit. Billy Eilish hat natürlich weniger, er ist jetzt auf das Mars und der macht das da vorne ganz gut. Ja, Marcel Just jetzt. Will ihn nicht. Der lässt sich jetzt vom DRS mitziehen. Jetzt ist er Damit wieder gehen wir erstmal ausgefallen. nach hinten. gucken uns das Dreierduell Xayah Next Dutch Danedi an. Und das ist halt jetzt besonders ärgerlich für Leute, die ohne Ideallinie fahren, denn das 50 und 100 Meter Schild fehlen jetzt. Ja, und jetzt sieht's aus, als ob Dutch hier attackiert. Nee, Nee, lässt Danedi es, aber dann attackiert. Danedi geht vorbei. Und Xayah blockiert ein bisschen. Haben sie es Nee. mal. Ja, haben sie, aber doch. Aber Dutch kann profitieren und geht vorbei, Xayah. Oh, jetzt kommt die Attacke von Xayah, so nicht da. Hoffentlich geht das gut. Nein. Oh, und es geht nicht gut. Oh, und da kommt der Oh, Einschlag. ja. Das war nicht smart gelöst. Damit sei er jetzt ohne Frontflügel und ab in die Box. Ja, da kann man Next Dutch keinen Vorwurf machen. Überhaupt nicht. Das war einfach, sagen wir mal, ein nicht ganz so smartes Manöver von der Mercedes-Pilotin. Es ist einfach, weiß ich, vielleicht ist auch einfach ungünstig, Und da nebeneinander zu Danedi fahren. dreht sich. Normal. Danedi nach Turn 1 in die Wand gedreht. Aber Flügel scheint heile zu sein, damit, ja, ist das ganze Duell für die Cups gewesen, denn damit ist jetzt Next Dutch wieder auf Position 5. Der denkt sich nur so, ja, macht ihr mal. So, jetzt haben wir aber auch keine Duelle mehr, denn Mars Left Chat und Billy fahren 1,1 Sekunden hintereinander weg. Und der Rest ist so 3, 3,5, 9 Sekunden hintereinander auseinander. Und Copy versucht, nicht überrundet zu werden. Ja, jetzt natürlich alles wirklich Wir haben keine wieder Möglichkeit. gelb. Wieder gelb, das ist Unheil. Senior Unheil. Der Flügelschaden. Sieht nicht so aus. Ja. Nee. Hat da Glück gehabt. Ich werde auf jeden Fall weiter. Ja, das hat natürlich jetzt Next Touch geholfen. Der konnte da jetzt dementsprechend näher an den guten Unheil rankommen.
Und ja, Lars, der holt auch kontinuierlich auf Danedi auf. So, wir gucken einfach mal auf das Alter der Reifen. Ja gut, alle 8 Runden. Sire auf. Ja gut, die hat neue Reifen drauf wegen dem Flügelschaden. Und wir haben wieder einen Dreher. Es ist Sire. Turn 2, 3. Ja, der hat noch mit dem neuen am Quatsch, der sich hier bewerben will. Oder er ist am Schreiben. Ja, aber ich weiß nicht, wann geht man in die Box mit Mediums? Runde 12, 13 ungefähr oder Ja, schon so früher? Runde 13. Zumindest beim 5. Ja, doch. Könnte ich mir vorstellen, 12, 13. Ja, aber Billie Eilish verliert den Kontakt wieder. So also Maslow Chat, der macht das da wunderbar. Ja. Hat auch Das Ding ist 10% natürlich auch, mehr, eine Safety-Quote ist hier eigentlich immer sehr, sehr hoch. Aber bei 9 Fahrern will ich auch behaupten, dass ich glaube, dass heute kein einziges kommt. Ach du, wir haben Wetten, Soulcatcher hat mit zwei Safety Cars gesagt und 9 Leute kommen, 8 Leute kommen, nee, 6 Leute kommen ins Ziel. Und Meta hat gesagt, ein Safety Car und 7 Leute kommen ins Ziel. Und es werden noch alles ins Ziel kommen, da bin ich mir sicher. Ja gut, die werden das halt, gerade Copy wird das halt wahrscheinlich jetzt als gebrauchten Tag hinnehmen und wird Ja jetzt einen gut, Teufel aber tun und die 2 Punkte mitnehmen, ne? wollte ich gerade sagen, Punkte sind Punkte. Natürlich, Xayah und Copy und auch Lars ist natürlich ärgerlich jetzt da. Oh, wir haben Sogar wieder gelb. gelb, das ist wieder Copy. Oh, jetzt hat Und er. ist voll in die Er Wand gefahren und fährt hat stark Karl. in die Wand. Hat sich damit ja, den Frontflügel komplett zerstört. Ja. Muss jetzt aufpassen, wegen den beiden Führenden, die da angeschossen kommen. Ja, aber ich denke mal, Copy hat wieder schon einen Blick gehabt. Fährt jetzt auch geradeaus und will ja durchwinken. Macht er vernünftig, hätte man vielleicht Ja. etwas mehr Strecke runterfahren müssen, aber macht er gut. Und Billy ist wieder im DRS-Fenster. Und hier Oh, ohne eines und. DNF. Oh. Turn 2 abgeflogen. Okay. Und wir haben Und wir das haben doch einen Safety Safety-Car. Car. Ich habe echt gedacht, dass das Du hast möglich ist. es gejinxt. Jinx. Jinx-Bums. Ja. Du hast es angesprochen. Ja, damit. Ach so. Okay. Ach so. Copy. Ja, das Copy, das war nicht smart. Du hast zwar keinen Gemacht. Flügel mehr. Ja, der ist halt die. Komplette, der hat die komplette Kurve abgekürzt, da die Schikane zwischen den beiden Geraden hat sich eine 5 Sekunden geholt. Ja, das ist natürlich dumm. Gut, kann er jetzt gleich in der Box wahrscheinlich absetzen, aber. Ja, blöd ist, er hat eh einen Flügelschaden. Ja. Muss jetzt ho hoffen, dass vorne die direkt in die Box gehen, dass sollte Plater vielleicht noch eine Runde, dass ich zurückrunden kann. Ja, aber das bringt wieder ein bisschen Spannung rein. Vor allem für die Jungs jetzt weiter hinten waren. Ja, damit zieht sich das ganze Feld jetzt wieder schön zusammen. Und Bernd Was gibt in Meilen, die Box? ja, und Finale haben. Bernd Meil, ja, ist auch so ist. Und ja, Bernd Meiländer darf heute auch ein bisschen fahren. Ja, und Copy fährt weiter. Echt jetzt? Ja, ich denke mal, dass er jetzt ins im Safety Car vorbeifährt und dann kann er danach in die Box gehen. Dass er nicht überrundet wird, ne? Ich glaube, das müsste dann eigentlich funktionieren. Gehen aber auch alle rein, oder? 11 Runden gibt es Und die, Danedi fährt weiter. weißt du zufällig, ob es noch diese 75% Regel gibt? Wieso? Ja, ist Unheil. Wenn der jetzt, wir sind jetzt 111 von 29. Ja. Auch da weiß ich nicht. Müssen wir nochmal nachgucken.
sollte jetzt eigentlich keine Punkte haben. Und mit das schönste Auto ist auf der Strecke. Der Black Series. So ein geiles Teil. So, Danidi ist weitergefahren, aber ist trotzdem nur auf der 4. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hätte es dann vielleicht trotzdem auf den Mediums versucht oder riskiert. Lars auch. Kann ja mal gucken. Danidi auf 11 Runden und Lars auf beide auf 11 Runden alten Harten. Sarja ist drin. Ja, Copy wird jetzt auch reinfahren. Ja. Sollte auch genug reichen, dass er nicht vom Safety Car geholt wird. Ja, fährt jetzt rein. Ja. Wie oft war das? Zweimal einladen, ne? Ja, damit Lars jetzt. Copy of Soft. Okay. Warum geht der Soft? Ich kann mir halt nur vorstellen, dass er sich verklickt hat. Also, einzigste Möglichkeit, dass er vielleicht noch einen Safety gehofft, aber die Soft nimmt dann schnell kaputt. Ja, der wird sich hundertprozentig verdrückt haben. Ja, ich wollte gerade sagen, bei 8 Leuten kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass man da so einen Safety Car kriegt. Und dann Medi und... Okay, und dreht sich direkt wieder weg. Oh. Ah, oh gut. 360, Reifen sind warm. Sehr gut. Und Lars ist nochmal in die Box gefahren, hat sich nochmal Mediums geholt. Ja, ob das natürlich jetzt... ob das er war oder die KI? Naja, wahrscheinlich die KI. Gut, dass du das jetzt ein Safety Car tut. Spielt ihn ja damit verliert er nicht ganz so viel Zeit. Danedi damit Vierter jetzt. Aber ich kann mir halt seine. Ich stelle noch seine Strategie in Frage. Mit seinen 12 Runden alten Harten. Ja, leider auch, er hat auch reingemüssen. Ich weiß nicht, ob die durchgekommen wären oder hat schwierig werden können, aber. Also Next Dutch hier mit seinen Harten, der kann da also eine Runde alte, eine frische Harte, der kann damit jetzt das Rennen durchfahren. Das klappt. Ja, ich glaube mit den Mediums geht das auch, es könnte aber trotzdem, glaube ich, eklig werden. Ja, die Medium werden am Ende echt nicht angenehm sein. Also wo wir uns auf jeden Fall sicher sind, dass Copy nicht durchkommt, das glaube ich wird schwierig. Werden wir spätestens jetzt sehen, ob er nochmal reinfährt. Und er dreht sich schon wieder weg. Und Safety kommt rein. Und er fährt rein. Er hat sich verdrückt. Ja, danke. Ach, Kopf wird aufgegeben. Damit haben die Freisperre für ihn perfekt. Live on Cam. Gratulation. Damit 7 Leute bisher im Ziel. Soulcatcher, dir fehlt noch ein Safety Car, dann hast du es gewonnen. Stimmt, Norm, die halten 28 Runden. Ja, das weiß ich auch noch mit deinem scheiß Flügel hinter dir. Kommt mal nicht vorbei und Master Chat beschleunigt. Aber Billy hat aufgepasst. Ja. Oh, und Danidi mit dem Billy mit dem Quersteher. Oh, Billy direkt hinten dran. Hoffentlich macht die KI von Copy kein Blödsinn, die jetzt da rausgefahren ist. Er fährt rechts und seit auch hier. Hat eigentlich alles gut gegangen. Leia muss ein bisschen abreißen lassen, dann Billy aber auch. Gut, ja, die alten Harten, das ist ja klar. Oh, und Billy fährt Mars drauf. Ja, oh, jetzt natürlich einen besseren Exit. Jetzt kann die Attacke kommen, die kommt. Ja, passt schon. Mars hat fast alles weggelöst. Billy hat auch nur noch 40%.
Damit haben wir Billy in Führung. Aber Mars und Ifalay direkt dahinter. Ja, das könnte interessant werden. Wenn die sich so weiter so betteln, könnte vielleicht Ifalay der lachende Dritte werden. Und Mars hat schon wieder weniger RS auf jeden Fall. Aber auch dahinter, Danedi und Next Dutch. Und Lars und Saya. Schönes Duell sind, haben wir auch drei Was? schöne Saya Gesichtserkennung. versucht jetzt gegen Lars. Nee, steckt zurück. Ich weiß aber nicht, ob das noch die KI ist von Lars, deswegen. So, er macht da lieber einen ruhigen und macht es gleich mit der S sicher. Keine dummen So. Angriffe, das wäre unnötig. Mars Boah. klebt jetzt aber Billy eigentlich am Arsch. Junge, Junge, Junge. Da kommt Aber jetzt auf jeden Fall. der Exit war aber nicht gut. Ja gut, aber Mars wird jetzt nicht angreifen. DS ist auch noch nicht freigegeben. Ja, da hat auch nicht mehr viel ERS. Seine Was jetzt? Mars-Mission ist halt möglichst dran zu bleiben, bis es ERS frei, DS freigegeben wird. Ja. So, mal gucken, ob es die Attacke vom Steyr kommt. Der Exit, der stimmt nicht. Just auf jeden Fall, der Ferrari vor ihr aber auch. Und da Boah, stich da mal rein! Nicht funktioniert. ziemlich Jetzt wieder, da hat ungeduldig. sie sich eben schon mal gedreht. Ja, diesmal versucht es aber außen. Jetzt vorbei. Ja, immer noch Ja. nicht. Jetzt aber. Und vorne ein spannender Dreikampf bisher. Und DS ist jetzt auch freigegeben. Ja. Oh, Billy schlecht die Kurve 1 genommen. Mars ist dran, ne? Boah. Oh, boah, war der Querstell von Billy. Und Ifalay geht auch vorbei. Und Oh, Billy Billy sticht sticht wieder rein gegen rein. Ifalay. Und da kommt die Und Berührung. ja, und der ist Oh. weg. Und steht mitten Da auf haben der sie. Strecke. Ah, da haben sie sich aber auch gar keinen Platz gelassen. Nee, also da muss ich aber leider auch ein bisschen Billy in Schutz nehmen, denn ja, der gute Ifalay hat ihn komplett von der, also wirklich gar keinen Platz innen gelassen. Ifalay ist jetzt auch in Führung gegangen. Ja. Er hat eben komplett zugemacht, weil klar, Billy hat spät gebremst, aber er war ja schon daneben. Also, das war, naja. Hat den Max Verstappen gemacht? Ja, aber ja. Schwierig auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr sowas macht, lasst euch Platz. Und da sehen wir an Next Dutch gegen immer noch gegen Danedi. Trotzdem, das Billy hat sich jetzt weggedreht und ist immer noch jetzt Siebter, weil wir kaum Fahrer haben. Also verliert er nicht allzu viel. Aber er ist natürlich jetzt Ja. weit zurückgefallen und hängt jetzt hinter Lars feste. Und Und Danedi Danedi in in der der Box. Box. Ja, spät jetzt. Er hätte eben auch machen sollen. Boah, da kommt der Angriff Wieder. von Billy auf Lars. Der easy vorbei. Ich glaube aber auch nicht, dass die Ka Ja, da ist die, oder? Könnte ja ist die KI, die da noch fährt. Dann Vorne. wird die gute Saya jetzt als nächstes fallen. Da kommt der Angriff von Billy. Und auch Mars geht vorbei, eine Verlay. Ja, meine ich ja von Mars gegen Ivalay. Gucken, ob der Konter kommt. Verlay hat er auch nicht mit viel RS. Vielleicht nehmen wir die 17 mal ein. TK gegen TK. Und dann versucht es außen. Das ist Ticker komplett gegen Mitte, glaube ich. Ja, bleibt daneben. Immer noch nebeneinander. Das gut geht, ob das gut geht. Er verletzt sie zurück, macht er richtig. Nimmt sie noch ein Souvenir mit? Und auch Billie Eilish gegen Xayah. Ja, dann zieht Billie Eilish auch zurück. Ja, die beiden haben ja auch eine Vorgeschichte, würde ich mal sagen. Um es vorsichtig zu sagen.
Wo ich aber auch der Meinung bin, dass beide dazugelernt haben. Das auf jeden Fall. Allein Xayah macht immer noch viele blöde Fehler, auch gerade beim Überholen und im Wanderfahren. Aber hat es trotzdem ordentlich gemacht. Kann einfach mal zurückziehen. Ja, und Mars kann mit langsam den Abstand vergrößern. Aber er verlässt immer noch im DS-Fenster. Er wird wieder rankommen. Und ey, du hast nichts mehr. Drücken trotzdem auf den Knopf. Ist leer. Und damit haben wir haben gerade beide Red Bull auf 2 und 3. Oh. Oh, Billy gegen Xayah. Jetzt geht er vorbei. Ne? Nee. Will auf der nächsten, der ist gerade vorbei. Guck mal, der verholt aus und Schwung. Holt mehr Schwung an, jetzt geht er vorbei. Easy. Keine Chance, keine Chance. Kriegt noch DRS mit. Ja. Xayah, hör auf zu jubeln, das ist gar nicht, komm ich gar nicht erst. Vielleicht versuchen noch mit, mich mitziehen zu lassen. Natürlich auch die schlechteren Reifen. Das war knapp. Ja. Glück gehabt. Und sie dreht sich. Oh, Glück gehabt. Gerade noch abgefangen. Und vorne im Verlay verliert den Kontakt. Macht Mars jetzt gut, jetzt muss er natürlich auch draußen bleiben. Ja, das hat Mars jetzt. Sehr gut, ich verlege kein RS, DS. Meter schreibt gerade. Billy 331 am Ende der Geraden. Tosh wie Setup. Wer? Billy. So. Wir können mal gerade mal gucken, was Ifalay für ein Topspeed hat. 310. Heißt, der ist ein bisschen mehr auf Kurven ausgerichtet. Ja. Ja, Willi 311, aber ja gut, der gerade ohne, wahrscheinlich ohne Usen und ohne DRS. Ja, das war eben noch mit DRS. Ja, auf jeden Fall, Billy Eilish hat auf jeden Fall einen niedrigen Flügel, das siehst du schon. Oh, ich hab die Helicam. Geil. Ja, dann Nidi jetzt gleich auch bei Lars dran, ne? Ja, und Mars kann seinen Vorsprung minimal ausbauen. 1,4 Sekunden Vorsprung. Schiebt hier Lars durch Sektor 3. Und da gab es die Berührung. Ja, jetzt muss er weit gehen. Vielleicht muss er ihn wieder vorbeilassen. Oder auch nicht. Für Xayah ist auch ein gutes Ergebnis. P5, okay, bei 9 Fahrern, aber jetzt gerade 7, aber trotzdem. Und Billy Eilish, der hat noch ein bisschen Arbeit vor sich. Ja, der muss seinen Fehler wieder ausbügeln. Er hat natürlich auch nichts mehr zum Usen. Use trotzdem. Weiß ich nicht, also vielleicht noch Dachi, aber ich glaube, dann war es das auch. Mehr geht nicht. Außer es kommt noch ein Safety Car. Ja, gut. Potenziell wieder so eine Runde 25 oder sowas, oder 24. Dann wird's nochmal vorgewählt. Ja, ich hasse diese späten Safety Cars. Das macht immer viel kaputt. Ich glaube, da kann Norm ein Lied von singen. Ich sag nur Japan. Ja, Ifalay kann die Pace gar nicht mitgehen. Norm schreibt, TK macht den 11-9er Flügel möglich, okay. Ja. 2 Sekunden Vorsprung vom Mars. Ich weiß noch, ich bin glaube ich von 29 Runden bin ich glaube ich 28 enorm hinterher gefahren und kommst halt vorbei mit seinem komischen -1er Flügel, den er da hatte. Bin in der Box? Oh, da passiert. 5 Flügelschaden. Bleib du mal auf der Strecke, ich guck mal gerade, ob Flügel wechselt. Ja. Flügelwechsel. Wo hat sich denn den eingefangen? Natürlich jetzt ärgerlich. Vielleicht als er Mars Le Chat drauf gefahren ist.
Ja, auf der Strecke jetzt nicht so viel zu tun. Oh, ist auf der 6. Ja gut, das war's. Also ohne Techniker ist P6 ist Feierabend. Und mit den beiden Mercedes könnte es nochmal spannend werden. Ich sah ja durch die älteren harten Reifen. Die Frage ist, ob sie da gegeneinander kämpft, ne? Ja, ne, das glaube ich aber auch nicht. Oh, und Mars macht das hier, hat das alles unter Kontrolle. Und der Verley denkt sich so wahrscheinlich, der wird sich wahrscheinlich denken, ja, Platz 2 und 3 für uns, für Red Bull Bombenleistung, Ja. nehmen wir mit. Stand jetzt auch Fahrer des Tages wäre auch Dacci. Ja, haben wir doch unsere drei Leute, passt doch. Ja. Bin mal gespannt, ob die beiden mehr, was die Mercedes jetzt machen. Direkt hintereinander. Wir tauschen jetzt schon. Ja. Und Bin Billy ich hat drei 1 Grad Sekunden. gewonnen. Ja, ich denke mal, da ist jetzt auch noch viel Frust dabei. Aber gut. Wäre natürlich trotzdem auch ein starkes Ergebnis für Red Bull und auch für Mercedes. Bringt die wahrscheinlich auf jeden Fall in der Team-WM sehr weit jetzt nach vorne. Aufgrund dessen, dass viele Teams halt nicht mit da fahren oder nur allein einzeln besetzt sind. Oder schon DNF sind. Sieben Fahrer, es wird trotzdem was für die Stewards geben, schreibt Norman. Ja, doch. Wenn ich... Ja, ich glaube, die Stewards haben auf jeden Fall was zu tun. Ja. Bin ich froh, dass ich kein Steward von Norman bin, weil der hat auch immer irgendwas. Meistens, wenn er von den schnelleren Fahrern abgeschossen wird. Wenn er einfach im Weg steht. Und im Weg stehen, das kann er immer sehr gut. Und flache Flügel fahren. Meter brauche noch ein DNF für meine Vorhersage. Das kannst du ja morgen selber machen. Solange ich nicht morgen will, die beiden Williams gegenseitig abschießen. So, dann nehme ich jetzt auch mit 3 Sekunden. Ja. Ja, aber die wird, denke ich mal, auch rausfahren. Ja, der Verlay verliert immer mehr Zeit auf Mars. Also, da vorne wird wohl nichts mehr passieren. Ich Ich denke glaube auch mal, nicht, dass der ja. da jetzt noch ernsthaft angreift in den letzten Nee, Runden. ich, die Top 3 sind sicher. Ich glaube, hier wird gar nichts mehr passieren. Eins Interessantes ist vielleicht noch, dass Danidi mit den 3 Sekunden gegen Xayah, aber die fährt auch easy raus. Ja, der ist ja schon bei 2,2. Ja, also ich lege mich darauf fest, die Reihenfolge, die wir jetzt sehen, die werden auch so durchs Ziel fahren. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Aha. Bis Runde 27 kann Safety Car kommen. Das wäre es jetzt irgendwie, Mars, wenn sich im Mars Turn 2. Ich glaube, dann wird er ein Ja. bisschen, wird er sich in den Arsch beißen. Und dann haben wir Red Bull auf 1 und 2, das wäre wild. Ja. Und Also, ob das Danedi passt. plötzlich auf 4. Aber trotzdem passiert jetzt quasi gerade gar nichts. Nee. Nochmal ein anderes Thema. Wie gehypt bist du denn auf das nächste Spiel? Oder eher gesagt, was wünschst du dir besser als in dem Spiel? Jetzt ändert alles. Ja, Hauptsache Fahrphysik und dass sie die Server mal auf die Kette kriegen vernünftig. Dass die Fahrphysik von einem besseren, dass die besser wird, dass sie ein bisschen realistischer wird. Vielleicht mal ein Grafik hier von der Engine, Grafik von der Darstellung her einen Schritt nach vorne. Ja, da sehe ich genauso. Das wäre auch nicht schlecht. Und dieses komische F1 Live, weil diese komischen Supercars, die können sie gerne wieder Weg, rausschmeißen. ja, einfach weg. Da fand ich interessanter hier die Classic Cars. Das war tausendmal interessanter. Ja. Klar, grafisch ein bisschen was verbessern. Durch neue Autos. Und ja, gut, ich sag mal so, Das diese Autos, weil die so nervös sind. Also, klar, okay, die meisten kommen damit zurecht. Ich absolut nicht. es müssen Aber diese großartig verändert werden ja. die Autos ja auch nicht, weil siehst du, zur neuen Saison sind ja auch nicht große Unterschiede, keine großen Regeländerungen gekommen. Ich denke mal, dass sich da von der Fahrphysik nicht viel verändern wird. Ja, aber zumindest müssen diese unvorhersehbaren plötzlichen
auftretenden Gripverluste, dass du dich plötzlich drehst, Suspense. Ah ja, einfach genau. weg. Aber vom Fahrverhalten her man kann es hier im Moment testen mit dem 23er Alfa Romeo. Dass die Ja, es ist aber Dinger. Zeitfahren. Also Und es für Maas mich ist. dreht sich! Das glaube ich jetzt nicht. Glaube ich jetzt nicht. In Turn 1 und die Falle in Führung. Aber Flügelschaden sieht nicht Nein. so aus. Ist nicht eingeschlagen. Ja, war schon an der Wand, aber vielleicht hat er Glück gehabt. Jetzt mal schauen, ob er nochmal pushen kann. Er hat natürlich ERS genug. Er könnte jetzt doch nochmal spannend werden. Am Ende sagt Mars, ja, alles für das. Ich wollte nur den Zuschauern eine Show liefern, wenn er das jetzt noch hinkriegt. Ja. Ich muss jetzt. Also zum Usen hat er genug da. Also ich denke schon, dass er da wieder rankommt. Nochmal das andere Thema, wie gesagt, den Alfa Romeo, ja. Ist aber im Zeitfahren. Ich finde, Zeitfahren ist natürlich ein ganz anderes Spiel, als wenn du in den Lobbys fährst. Ja, aber ich fand, er hat sich auf jeden Fall auch im Zeitfahren besser fahren lassen als die aktuellen Autos. Also er war Das besser zu stimmt. handeln. Ja. Deswegen, ich bin, nennen wir es, vorsichtig optimistisch, was das neue Spiel angeht. Klar, ich werde es mir holen, aber ich bin nicht gehypt, ich bin vorsichtig optimistisch. Wir sehen, Falle verliert wieder Zeit, also Maas kommt wieder ran. Oh. Scheinbar hat er Glück, aber keinen Schaden. Nee, ist auch nicht eingeschlagen. Der konnte vor der Mauer bremsen. Meter, ja, und ja, das, was Meta gerade im Chat schreibt, besseres Reifenmodell. Ich wünsche mir ein Spiel, wo man die soften Reifen wieder mal länger als 5 Runden fahren kann. War doch schön im letzten Spiel, die schönen Soft-Medium-Strategie. Und jetzt siehst du hier auch, Maas ist dran, er hat jetzt auch DRS. Oder? Nee, noch Ja, nicht. hat er. Doch jetzt, Doch, okay. hat DRS bekommen, ich war mir gerade nicht sicher. Ja, aber ihr verliert auch ein bisschen ERS gespart, also es könnte gleich interessant werden. Ja, ich habe jetzt noch nicht auf den Top-Speed von Mars geguckt. Bei Falle haben wir gesehen, 309. Aber Mars deutlich schneller, man sieht's. Ja, natürlich. Allein im Sektor 3 kommt er mal gut ran. Aber er muss halt gucken, da muss ich den Falle zurechtlegen. Die Reifen sind gleich. Und die, ja gut, DRS-Stände etwa auch. Also tun sich Ja. beide nichts. Beide etwa bei der gleichen, eher beim gleichen Batteriestand. Boah, da war aber schon wieder schwer gefährlich von Mars. Jetzt hat er kein DRS. Hat einen Fehler gemacht. Na gut, cool. Der wird jetzt usen und gucken, dass er auf der Geraden wieder für die nächste Gerade rankommt. Noch hat er 2 Runden Zeit. Ah, Zweieinhalb. doch, DRS. Hat doch bekommen. Okay. Okay. Aber ist natürlich jetzt zu weit weg. Ja, klar. Boah, wieder zu spät gebremst. Ich hab so das Gefühl, er will das auf Krampf irgendwie. Und du siehst, man sieht auch, Danedi kommt auch immer näher an Dacci ran. Das wird aber nicht reichen. Ja, Danedi hat auch eine Strafe, das wird auch nichts. Ja, das kommt auch noch dazu. Er wird vielleicht rankommen, wenn überhaupt. Glaube ich noch nicht mal. Meine ich ja deswegen, wenn überhaupt. Aber Ifalay macht das auch schlau, der used auch nicht, also guckt Ich sich glaube, es könnte das noch interessant werden. an. Die letzten beiden Runden gehen sind wir jetzt. Es werden noch mal ganz spannende Dinge. Ja,
sechs Zehntel jetzt. Könnte vielleicht, wenn jetzt die letzte Kurve gut erwischt und könnte sich ransaugen und dann auf der nächsten Geraden es versuchen. Ja, na, dran ist er. Ja, der wird. Der Just auch nicht. Ja. Nee, will noch nicht. Bin ich eigentlich nochmal in der Box. Wahrscheinlich ist er schnell zur Rennrunde. Ja. Das muss er eigentlich in der Exit erwischen und erwischen nicht gut. Das würde ich reichen. Das hier, Iverlay, Just auch nicht. Verlayert auf fast 50%. Das könnte eine spannende letzte Runde werden. Ah, merke auch, da das fährt aus den Kurven raus überhaupt keine Quersteher. Also der drückt einfach auf den Pinsel und dann ist er weg. Verlay, meinst du? Ja, Verlay. Jetzt muss der Lars wirklich alles geben. Allein für die WM, also da jetzt nochmal ein paar Punkte gemacht gegen Eilish. Aber ich werde jetzt auch gleich alles weglösen. Könnte interessant werden. Ich bin gerade bei Mars drauf und gucke mir gerade an, also der, guck mal, der hat überhaupt, Iverlay, der geht einfach aufs Gas und weg ist er. Der hat keine Quest, der gar nicht. Jetzt usen, Iverlay. Beide usen. Interessant. Er wird es noch nicht reichen. Und Verstappen wäre jetzt reingeschaut. Er versucht's! Er geht neben und da gibt's die Kollision. Ah, berühren sich da, ja, war noch grenzwertig. Aber jetzt kommt, muss die Attacke kommen, jetzt muss er vorbeigehen. Hat auch der S Iverlay nicht. Der S ist auch wieder ungefähr gleich. Geht daneben. Geht das gut. Iverlay innen. Oh! Uiuiui. Mars eingedreht. Hat sich Mars gedreht und ich weiß nicht, ob ich berührt habe, aber das wird Iverlay haben. Ja. Aber man hat auch gesehen, wie er einfach in der langgezogenen Geraden direkt aufs Gas gehen konnte und innen mithalten konnte. Ja, jetzt, gut, das ist natürlich schade für Mars. Hat ja, und damit, easy eigentlich in der Tasche gehabt. Damit gehen wir auf den Sieger dieses Rennens, auf den Red Bull-Piloten Iverlay. Gefolgt von Mars. Und Next Dutch ist auch nochmal rangekommen, Position 3. Danedi auf 4. Damit ein Bombenergebnis für die beiden, für das Red Bull und das Mercedes-Team auf jeden Fall. Richtig. Ja, Fahrer des Tages ist ja eigentlich Dutch hier. Also, sagen, laden wir die drei ein, oder? Ja. Norm schreibt schon und das wird morgen wieder lustig. Da muss ich leider Meta recht geben, das wird definitiv nicht lustig. Denn das wird morgen mit den ganzen Fällen, die wir da mittlerweile bei uns haben, eher ein Crash-Derby wieder. Da sich ein Teil der Herren da nicht zusammenreißen kann. Also Meta, ich fühle mit dir, das wird morgen definitiv nicht lustig. Eingeladen sind die Jungs. Oh, ne, ist schon da. Ja, Billy Eich hat auch noch die schnellste Rennrunde geholt. Schadensbegrenzung. So, sind alle da? Herr Datsche fehlt noch. Der ist gerade noch kurz eine rauchen. Kurze Frage an euch, habt ihr das gesehen? War Senior Unheil am Anfang auf KI? Ja. Na gut, das hat er aber auch angekündigt, glaube ich. Ja,
wenn ich das richtig gelesen habe bei Billy. Warum? Irgendwas mit Fastenzeit. Ach so, der ist das, okay. Keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung war da. Ich glaube, da gab es ja bei euch in dem Chat eine Abstimmung wegen des späteren Startes. Ja, muss man respektieren, finde ich. Ist okay. Bei 9 Leuten tut das den Braten auch nicht fett machen, ne? Erinnert mich an die Liga 2-Zeiten aus der letzten Season bei uns. So, und ich komme nicht aus dem Ja. Bildschirm raus. Perfekt. Ja, ist doch. Pass auf, warten wir noch. Bevor wir noch auf Dachi warten, kannst du gerne schon mal den Zweitplatzierten interviewen. Ja, Mars. Platz 2 am Ende ist es leider nur geworden, aber ja, bevor wir dazu kommen, erstmal qualifying. Das war ja mal am Ende eine Bombenrunde, die fahre selbst ich nicht. Also die Frage, ob das Safety Car, ob das Qualifying für dich gut lief, muss ich ja, glaube ich, ja nicht fragen, aber ja, wie war es Nee, für dich? Hast du mit der lief. Zeit gerechnet? Also ich habe damit gerechnet, dass ich so 1,24er Zeiten, also so gute 1,24er Zeiten schaffe. Und dann, als ich den dritten Turn, also den nach dem zweiten Turn, hatte ich aber das Gefühl, dass da auch noch mehr geht. Da war ich ja schon bei 1,24,2. Und dann habe ich mal ein bisschen probiert, habe ein bisschen mehr Reifendruck drauf gegeben. Und dann, ja, kam die Runde raus. War ganz cool. War Ja. sehr schnell, ja, war gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Runde gewesen, ja. Stelle ich, kann ich mir vorstellen, dann vom Pole gestartet, ja, aber bei 9 Leuten, der Start war jetzt nicht ganz so kuddelmuddel, wie es manchmal sonst bei euch so ist. Und Das stimmt. dementsprechend, ja, erzähl einfach und nimm uns mit. Ja, Start war eigentlich relativ ruhig zum Glück. Flair hier war natürlich hinter mir, hat sich gut eingereiht. Also da haben wir auch, uns sind wir nicht in die Quere gekommen gegeneinander. War alles entspannt. Und dann, ja, ist er ja mit, ich glaube, Senior Unheil sehr gut dran geblieben. Die anderen sind ein bisschen weiter weg gewesen. Dann kam irgendwann Billy. Weiß ja auch nicht, wie schnell der war auf einmal. Und dann waren wir irgendwie Senior Unheil ist dann irgendwie, keine Ahnung, was mit dem passiert ist, ist selber weg. Dann waren wir so eine Dreier-Kombi. Immer und dann Billy war ja die ganze Zeit hinter mir. Habe ich ihn eigentlich so gut es geht im 1-Sekunden-Fenster gelassen. Das war mir wichtig, dass er kein DRS bekommt. Ja, und dann kam Safety Car leider. Dann musste ich halt auf die Mediums schon wechseln, weil natürlich die anderen natürlich auch auf die Mediums gewechselt sind. Im Nachhinein, ja, weiß ich nicht, ob ich hätte was anderes machen können. Aber dann, ich glaube, 4, 5 Runden vor Schluss, hatte ich mir ein gutes Polster auf Fläche aufgebaut. Und dann kam Kurve 1. Ja, ich weiß auch nicht. Ich war so, kennst du das Last Friday Night, so wenn du einfach gechillt deine Runden fährst und dann Ja. kam so ein Scheiß-Hückel und ey, ehrlich, so dumm. Einfach Wahrscheinlich zu mein. Tode geärgert, Ja, richtig geärgert, aber weil du nützt ja dir quasi, nichts. weil du einen sicheren Sieg weggeschmissen hast. Ja, eigentlich schon, ja. Ich hätte einfach ganz entspannt bisschen Reifen schon fahren können, dann wäre das, glaube ich, eine sichere Nummer gewesen. So war es noch richtig hektisch. Und dann haben halt die Reifen versagt, dann in der letzten Runde. Ja, tut mir leid, Liffler hier, dass ich da, ich glaube, kurz vor, ja, bei der langgezogenen Linkskurve da weggerutscht bin. Ja, ich wollte viel pushen, aber mit den 70%igen Reifen ging das halt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht in die Box gefahren sind, aber ich wollte halt nicht in die Box fahren, bevor Verleih hier nicht in die Box fährt. Und der ist halt die ganze Zeit draußen geblieben. Und deswegen bin ich auch draußen geblieben. Weil ich wollte ja nicht meinen Platz verlieren. Sonst wäre ich, glaube ich, nochmal gewechselt. Am Ende des Tages leider nur Platz 2 geworden. Ja, ich Trotzdem bin zufrieden. ein paar Pünktchen in der Meisterschaft auf den guten Billy auch, gut gemacht. Ja, Ja, und ja, bei 9 Leuten das Punkte mitnehmen war, ist auf jeden Fall wichtig gewesen. Na gut, ist auch nicht so schwer tatsächlich, aber ja. nee, leider zu wenig, aber Was hat ja, hat trotzdem Spaß gemacht. hast du dir jetzt für die Season-Pause vorgenommen?
Trainieren, bis der Arzt kommt, erstmal abschalten und ein bisschen Abstand vom Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich Österreich mitfahren kann, weil ich da terminlich, glaube ich, eingespannt bin. Ansonsten werde ich natürlich auf Österreich und ein paar anderen Strecken danach trainieren, damit ich da gestärkt in die letzte Phase der Season einsteigen kann. Und will natürlich meinen Platz 2 behalten und vielleicht näher an Billy rankommen. Glaubst du Platz 1 noch? An einem glaubst du noch dran? Nö, glaube ich noch nicht. Nö. Also der Billy ist schon so weit weg. Da muss schon jetzt so wie heute was passieren, damit er jetzt die letzten Rennen auch noch nach weiter hinten rutscht und ich weiter vorne bin. Dann kann es passieren. Ich gebe einfach mein Bestes und wenn dabei Platz 1 irgendwann dabei rumkommen sollte, natürlich würde ich mich richtig freuen, aber Platz 2 bin ich auch schon sehr, sehr zufrieden. Gut, am Ende des Tages, ja. Der Ist ewige halt Zweite. so. Keine Ahnung. Nein, Glaube ich jetzt nicht aber so. ja. Das ist ja eine gute Season, die du fährst. Ja, auf Dementsprechend jeden Fall. würde ich dir einen schönen Abend wünschen, Ja, eine danke. erholsame Season-Pause. Und ja, dann sehen wir uns frisch gestärkt Ja. beim nächsten Rennen, wo du mitfährst. Euch auch. Und damit würde ich dich entlassen. Alles klar. Schönen Abend Tschüss. noch. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Dann machen wir weiter mit unserem Oldtimer, ein Dutchie, nicht böse gemeint. Bist du da? Ja, guten Abend. Okay, super. Ja, erstmal Glückwunsch zu P3. Starkes Rennen, dich eigentlich aus allem rausgehalten. Erzähl mal, wie war es denn für dich? Eher einsam oder war es okay für dich? So ganz aus alles rausgehalten habe ich mir nicht. In den ersten paar Runden war es dann ein paar Mal schon knapp. Einmal hat sich sogar jemand bei mir irgendwie versucht reinzustechen und sich gedreht. Ne? Also das war schon, so wollte ich das nicht. Aber dann der letzte zwei Drittel vom Rennen war es dann ruhiger. Und ich habe mich riesig gefreut, wo ich gesehen habe, dass die meisten auf gelbe Reifen gewechselt sind bei der Safety Car, weil ich habe das genügend geübt und wusste, dass ich dann gegen Ende mit die weißen Reifen viel sicherer fahren kann wie die. Ja, das heißt, wenn ich diese auf Abstand halten kann, ein bisschen, dann dürfte es klappen und so. Ja, so war es dann auch. Aber der Danili hinten war schon unheimlich schnell, wie der aufgekommen ist mit seinen, nach seinem zweiten Boxstopp. Aber es hat gereicht. Ja, Ja. sehr schön. Freut mich für dich. Hast du denn von Anfang an gedacht, das könnte klappen mit Podium, weil auch weniger Fahrer sind? Oder was waren so deine Ziele von Anfang an aber heute? Naja, ich habe ja dann erstmal mitgekriegt, wie viel wenig Leute mitfahren. Habe ich dann, ja, konnte ja Punkte werden, müsste Punkte werden. Dann, wenn es noch weniger, die mitgefahren sind, dann waren es ja eigentlich schon Punkte. Da hieß es also bloß nicht ausfallen. Ja, so während dem Rennen, wo ich gemerkt habe, die ganze Zeit so um den Platz 4, 5, 6 irgendwie da rumtuckere und mit einem anständigen, fehlerfreien Fahrt. Weil da genau das habe ich geübt. Das war für mich das Wichtigste, fehlerfrei durchkommen heute. Ja, irgendwann dann ab HDF vom Rennen, da habe ich gedacht, also vierter, fünfter Platz ist schon fast Pflicht. Ja, dass es dann dritter Platz geworden ist, danke ich natürlich an andere Kollegen, die halt Fehler gemacht haben. Ne? Aber so ist es im Leben. Ja, aber hast du ja gut gemacht und auch Red Bull hat heute sehr gut gepunktet mit 1 und 3. Und von daher, wenn jetzt der gute Modin keine Frage mehr hat, dann würde ich auch in den Arm entlassen. Nö, nur von mir auch herzlichen Glückwunsch und ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, danke schön und Glückwunsch ans Podium und Philipp, ich war hier. Ich bin dein Vater. Oh Tschö. Mann, ey. Martin, beende schnell den Stream. Ich habe eigentlich jetzt, ich bin ehrlich, ich habe gerade darauf gewartet, dass er noch wie Raider dann so den raushaut. Oh Mann, okay. Dann war ich klug. If I lay, meine ich. Ifalay. Nein, ich schreie dir keinen Text zusammen. Den Kern, das kann ich nicht. Das kennen, wissen wir. Du Mach das mal. darfst dir selbst einen Text zusammenschreien. Nachher. Nachher. Nach dem Stream. Ja, Gratulation zu P1. Aber ja, fangen wir auch bei dir im Qualifying an. Wäre da mehr drin gewesen?
Nee, denke ich nicht. Also klar, ich habe mich mit meiner letzten Runde nicht mehr verbessert, aber an die Runde, die der Mars gesetzt hat, glaube ich in 10 Jahren nicht. Also ich war sehr, sehr zufrieden mit meiner zweiten Runde. Bei mir im Qualifying ist öfters mal so, dass ich wirklich eine richtig, richtig gute Runde schaffe. Und das ist eigentlich nie der letzte Run. Weil man dann irgendwie, ich weiß nicht, ich zumindest, ich denke beim letzten Run dann immer so, ja, okay, vielleicht in der Kurve noch ein bisschen später, weiß ich nicht, ich verkopfe mich dann und da war ich dann auch ganz schnell eine halbe Sekunde langsamer und dann habe ich einfach nur gehofft, dass Mars oder dass sich halt niemand mehr verbessert und habe aber gesehen, dass ich hinter Mars hergefahren bin und dass der immer weiter von mir weg. Ich dachte mir schon, das sieht mir flott aus. Deswegen, ja, vielleicht eine schnellere Zeit wäre drin gewesen für mich, dass ich mich nochmal um ein Zehntel verbessere oder so. Aber Pole Position, also wirklich, ich glaube auch generell das ganze Rennen heute von der Pace, konnte sich Maße eigentlich ja auch nur selber schlagen, irgendwie, sage ich jetzt mal. Was er am Ende getan hat. Ja, das auf jeden Fall, also dass es überhaupt noch zu dem Duell gekommen ist, ja. Ja gut, kommen wir zum Rennen. Ja, wie du auch schon beim Rennen warst. Ja, vom Start an, du konntest die ersten Runden mithalten, dann musstest du abreißen lassen. Sind sie dann zu schnell geworden oder waren dann kleine individuelle Fehler bei dir drin oder so? Nee, also ich glaube, dass tatsächlich das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich kleine Unsicherheiten hatte, war ganz klassisch, als dann Mars hinter mir war und er in meinem Heck war. Sonst würde ich sagen, bin ich das Rennen wirklich fehlerfrei meine Pace runtergefahren. Man muss aber auch dazu sagen, ne, ich war halt relativ schnell in der Situation, wo ich gemerkt habe, egal was ich tue, ich komme vorne nicht dran und ich habe von hinten keinen Druck, also bin ich einfach meinen Stiefel runtergefahren. Am Anfang habe ich schon gesehen, ich hatte einen sehr guten Start gehabt und habe echt es geschafft, den Ifalay hier in mir rauszuprügeln und nicht in der ersten Kurve irgendwas zu versuchen. Und habe auch dann einfach, ja, bin ich hinterhergefahren, auch als Billy kam, habe ich mir gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Das Beste, was ich vielleicht herauszaubern kann, ist, dass er eine Runde länger braucht, um mich zu überholen, aber ja, habe ich dann auch vorbeigewunken. Und dass ich da am Anfang noch so halbwegs mithalten konnte, lag eigentlich daran, dass ich halt alles an ERS benutzt habe, was ich konnte, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich damit irgendwie im DRS bleiben. Und in dem Moment, wo ich raus war und gesehen habe, ja, von hinten, also von hinter mir ist mein Vater quasi, ja, okay, es war ja auch dann gut Zeit, relativ schnell schon dahinter. Und dann habe ich mir gedacht, komm, fahr einfach dein Ding zu Ende. Ich meine, die letzten drei Rennen habe ich mich in der letzten Runde gedreht. Entweder aus Eigenverschulden oder wegen abgeschossen werden. Deswegen wollte ich heute einfach den ruhigen Stiefel zu Ende fahren und deswegen hat mir das Safety Car eigentlich auch gar nicht so gepasst, weil ich mir gedacht habe, so Mist, ich hatte doch P3 schon sicher. Ja, und ja. dann kamen die letzten Runden. Und dann bist du an einem stehenden Mars, seinem Alfa Romeo, vorbeigefahren und warst plötzlich Erster. Was waren deine Gedanken? Mein Scheiße, Gedanke nervös erst, oder? also er als erstes habe ich mir gedacht, weil als ich an ihm vorbeigefahren bin, war er so links in der Bande und ich habe mir gedacht, yo, der hat sicherlich einen Flügelschaden und habe mich eigentlich als Sieger schon gesehen. Und dann hat er halt instant in der nächsten Runde halt, war er sofort in meinem DRS, hat eine Sekunde auf mich rausgeholt. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, einfach kein ERS usen und schauen, für was es in der letzten Runde reicht. Und ja, ich sag mal so, sein erster Überholversuch, der war halt noch ziemlich, ziemlich ruppig. Ich glaube, da war es auch vollkommen legitim, dass ich halt dann irgendwann halt einfach rübergezogen bin, weil der war halt echt noch weit weg von mir. Und dann bei der zweiten DRS-Gerade habe ich ihn schon vorbei, war er ja schon vorbei und ich dachte mir, gut, das war's jetzt. Bin nach innen gegangen und plötzlich sehe ich so sein Frontflügel in meiner Kamera. Da habe ich gedacht, so krass, der hat sich halt echt nochmal gedreht, ja, und dann war die Freude groß. Wir waren in dem Moment leider nicht drauf. Wir haben nur gesehen, dass Mars sich plötzlich ein bisschen quer stand. Hast du davon Schaden davon getragen? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob er mich berührt hat. Ich Ach so, glaube okay. tatsächlich, man muss auch sagen, wir hatten ein einziges Mal, das war die Situation mit Billy, wo, also ich habe ja gedacht, Billy ist wieder
auf KI oder irgendwas, weil plötzlich ist es so langsam gewesen, wir beide sind vorbei. Jetzt habe ich durch seine Anfrage gesehen, dass er das absichtlich gemacht hat. Winkt uns vorbei und möchte dann plötzlich aber wieder reinstechen. Damit habe ich also gar nicht gerechnet. Dadurch habe die Kurve, den Kurvenausgang echt super erwischt. Billy ist dann weg, leider. Und dann war ich ja einmal an Mars vorbei. Und da muss ich auch echt sagen, wir haben uns im zweiten DRS-Fenster und dann wieder diese langgezogene Linkskurve und dann die Rechtskurve waren wir nebeneinander. Und das fand ich wirklich so gut. Wir waren nebeneinander, bevor es in Sektor 3 in diese enge Kurve geht. Ich bin innen auf die Vollbremsung, weil ich gedacht habe, ja, wenn der jetzt reinzieht, gibt es einen Schaden. Er ist außerhalb von der Strecke auf die Vollbremsung, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, wenn ich durchziehe, gibt es einen Schaden. Also da hat man echt gesehen, ja, Racing ja, aber wir wollten halt, glaube ich, auch beide nicht unsere gute Ausgangsposition da irgendwie gefährden. Und im Endeffekt war ja eigentlich auch sowieso klar, dass ich eigentlich mit Maß überhaupt nicht mithalten kann. Deswegen, ja, das war, glaube ich, die ereignisreichste Runde, wenn man jetzt, sehr gut, die letzte Runde, klar, da hatte ich dann halt einfach Muzzle. Aber so ist es halt manchmal. Ich glaube, ich habe auch noch nie ein Rennen gewonnen, wo ich halt kein Glück hatte. Ich bin halt nicht der schnellste Fahrer, aber manchmal flutscht man halt irgendwie durch. Ich denke, ich kann mir dieses Rennen endlich mal absolut nicht selber nichts vorwerfen, dass ich irgendwie Scheiße gebaut hätte oder zu hart war oder so. Und mit Mars war das auch immer echt sehr, sehr schön umsichtig von beiden. Und ja, er hätte den Sieg heute auf jeden Fall verdient gehabt, aber ich nehme ihn halt dann doch mit, ne? Ja, gut, wollte gerade sagen, nicht. Also ist ein Sieg ist Sieg am Ende des Tages, hat Mars, wie wir auch schon gesagt haben, selbst weggeschmissen. Dementsprechend auch verdient Erster geworden. Und es war auch jeden Fall ein schöner, spannender Kampf bis zum Ende dann, wo du dich dann durchgesetzt hast. Und ja, jetzt haben wir Seasonpause. Auch die Frage an dich. Wirst du erstmal Urlaub machen und einen Abstand vom Spiel nehmen oder direkt hart weiter trainieren für Österreich? Ich glaube, das ist sogar das nächste Rennen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich glaube auch. Also es gibt ja, noch es gibt noch eine andere Gruppe, mit der ich auch wöchentlich fahre. Das werde ich sicherlich machen, mich darauf auch vorbereiten, aber sonst, also ich habe tatsächlich aktuell relativ viel Spaß am Spiel, noch oder wieder. Mache auch manchmal tatsächlich nur so ein bisschen My Team oder irgendwie sowas. Also, ne, aber dieses Hardcore-Trainieren, was ich jetzt natürlich auch nicht mehr so tue oder, ne, aber dieses Vorbereiten einen Tag davor oder am selben Tag dann noch ein paar Stunden investieren, das wird dann halt einfach wieder dann passieren, wenn es kurz vor Österreich steht. Mm. Gut, damit, mit diesen Worten würde ich dich auch in den Abend entlassen und ja, dir eine gute Seasonpause wünschen dann. Ja, danke. Wir hören nochmal uns. Nochmal Glückwunsch an Sieg. Danke. Und das Einzige, was ich in Österreich eigentlich groß trainieren müsste, wäre die Boxenausfahrt, weil da hat es mich in der letzten Season, da bin ich die Boxenausfahrt gefahren, habe die Bande berührt und stand plötzlich ohne Reifen auf der Start- und Ziellinie. Ja, warum das machst du das denn auch? Das sollte mir eventuell nicht nochmal passieren. Warum machst du denn auch sowas? Ja, gut. Weiß ich nicht. Wenn da keine Fragen mehr von Jan sind, dann würde ich dich in den Rand entlassen. Glückwunsch und ja. Ja, danke euch fürs Kommentieren. Ich hoffe, es war halbwegs spannend und nicht zu langatmig. Genau, und, so nochmal. Kommst du noch rüber auf ein Bier? Ja, das ist schwierig. Aber ja, Glückwunsch auch tatsächlich an Dachi zum Podium. Das ist auch mal richtig schön. Also der fährt ja dieses Jahr echt eine richtig gute Saison. Deswegen auch nochmal Glückwunsch dran. Autoschutz für Pace nicht. Okay, gut. Gute Nacht. Jo. Ich damit, ich bedanke, würde ich den Stream jetzt beenden. Ich bedanke mich bei Jan, dass du noch trotz Verspätung noch gekommen bist. Danke dir für die Unterstützung. Kein Problem. Und ja, schaltet gern morgen wieder ein. 19:30 Uhr, dann ist das Liga 2 Rennen, das chaotische. So wird es auch wahrscheinlich laufen, chaotisch. Ja. SDNF. Ja.
Oder wird rausgehauen, eins von beidem. Mal sehen, was da morgen passiert. Wird auf jeden Fall spannend wahrscheinlich. Schaltet ein. Ja, und ja, bis morgen und einen schönen Abend. Tschüss. Ja, bis morgen. Ciao. Ja.